Das Tierheim Esslingen hat große Pläne für die Zukunft. Für die rund 150 Tiere, welche derzeit auf der Neckarinsel zu Hause sind, gibt es vielleicht schon im nächsten Jahr viele Neuerungen und vor allem mehr Platz. Dieses Wochenende lud das Tierheim zum Tag der Begegnung ein und stellte neben den neuen Plänen auch mehrere Hunde vor, welche ein neues Zuhause suchen. Darunter Bruno und der Schäferhund Joey. David Koch, Vorstandsvorsitzender des Tierschutzvereins, weiß mehr und erzählt uns von den Zukunftsplänen. Also, wir haben vor, unser altes, marodes Hundehaus abreißen zu lassen. Der Grund ist eigentlich das, dass das Haus sehr alt ist und renovierungsbedürftig. Und Ziel ist es eigentlich, dass wir einfach auch die gesetzlichen Vorgaben erfüllen möchten. Also dieser Bereich ist unser Hundehaus momentan. Ja. Dieser Bereich wird komplett abgerissen. Es soll hier komplett zweistöckig gebaut werden. Es wird hier anhand der Straße längs dann auch nochmal ein Bau geben, Neubau. Im unteren Bereich, im Untergeschoss oder im Erdgeschoss, gibt es dann das Hundehaus. Es wird insgesamt im Hundehaus 21 Hundezimmer geben anstatt Hundezwinger. Ja, sie werden doppelt so groß sein wie die jetzigen Zwinger. Ja, das ist der Vorteil. Das Vorteil für die Hunde ist, dass sie sich besser zurückziehen können und einfach mehr zur Ruhe kommen können. Das können sie jetzt in diesem Altbau, wo die Hunde nebendran sind, einfach nicht. Die 16-jährige Sonja zeigte mit ihrer Hündin Nele, was man mit einem Hund alles einstudieren kann und begeisterte damit das Publikum vor Ort. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir viele, viele Tierfreunde finden würden, die uns bei diesem Neubauprojekt unterstützen könnten. Wir sind auf Ihre Hilfe dringend angewiesen. Wir haben noch ca. 380.000 Euro, die noch offen sind, die wir noch als Darlehen aufnehmen müssten. Also helfen Sie uns, das ist ganz arg wichtig. Wir bieten Zwingerpatenschaften an, wir bieten Bausteinaktionen an. Sie können auch ganz normal spenden. Schauen Sie doch einfach auf unserer Spendenseite nach www.tierschutzverein-esslingen.de. Vielen Dank.